Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das sehen wir bei dieser Karte. Gib dir nur das Beste. Entweder hat er diese egoistische Haltung und er möchte alles für sich behalten. Aber auf diesem Bild erscheint eine Dame und das kannst du sein, dass er denkt, du sollst umdenken und etwas nehmen. Entweder er möchte dich beschenken und das sollst du annehmen, oder er denkt, du sollst endlich an dich selbst denken, etwas Gutes für dich tun. Was mein Gefühl sagt, er möchte dich beschenken und er würde sich freuen, wenn du dieses Geschenk annimmst. Wie fühlt er sich? Hier sehen wir die Füchse und es kann bedeuten, er soll vorsichtig sein. In seiner Umgebung gibt es auch falsche Leute. Aber er hat das durchgeschaut, er hat das erkannt und er wird diese gewohnte Umgebung verlassen. Entweder kommt eine wohnliche Veränderung oder eine berufliche Veränderung oder er schließt bestimmte Kontakte ab. Er ist gerade wählerisch. Er trennt Spreu von Weizen. Und was vermittelt er? Hier sehen wir die Scheiben und in klassischen Tarotkarten bedeutet die Münzen. Und die Münzen stehen in Verbindung zum Erdeelement. Und das heißt, hier sind auch Wünsche und etwas Gutes auch. Und das entspricht seinen Gedanken. Aber er möchte das auch in Tat umsetzen, weil die Erde-Element symbolisiert die Realität. Kann auch bedeuten, hier sehen wir diese Blumen und das ist wie ein Wand, dass ihr etwas gemeinsam aufbaut. Und ihr kommt immer mehr zum Leichtigkeit, symbolisieren hier die Vögel, die Luftelement, aber auch die Kommunikation, also er möchte auch mit dir sprechen. Und was passiert dann? Hier blüht etwas auf. Und die Tagesenergie zeigt die Schokoladenkarte. Und das bedeutet Herzklopfen. Etwas Angenehmes kommt auf dich zu und du bekommst Herzklopfen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe.